Moin moin, was geht? Nach knapp 2 Wochen ohne Video bin ich zurück und heute möchte ich über ein Werk reden, welches ich echt und ewig auf meiner To-Do-Liste habe, nämlich Daniel Eichingers Jovantore. Und Jovantore ist nicht nur mein persönlicher Einstieg in die Welt der deutschen Mangaka, sondern auch tatsächlich das erste komplette Werk, welches dieses grittige, schroffe Zeichenstil verfolgt, und da war ich richtig gehypt drauf. Ja, was soll ich sagen? Jovantore ist einfach eine richtig geile Dark Fantasy Story à la Dark Souls und Bloodborne. Wir folgen durch 5 Kapitel hinweg diese junge Frau Rita, die seit ihrer jüngsten Kindheit ein Ticken im Kopf verspürt bzw. hört und hat. Ein Tick-Tack, welches einfach nicht aus ihrem Kopf verschwinden möchte. Ihre Familie und ihre Eltern versuchten jeher wirklich irgendwie dieses Syndrom, diese Krankheit irgendwie zu heilen. Nicht ein Medikament dieser Welt, nicht eine Prozedur dieser Welt hat geholfen. Wirklich, sie sind radikale Wege gegangen, nichts hilft, dieses Ticken bleibt einfach oder ist in ihrem Kopf einfach seit jeher geblieben. Und ja, nun kommt der Tag, an dem Rita in ihrer Heimatstadt, eine wirklich riesige, sehr, sehr speziell aussehende Stadt, eine sehr, sehr mysteriöse und cool aussehende Stadt, wie ich finde, trifft sie auf eine ältere Dame, wollte ich schon fast sagen, aber wirklich eine eher runtergekommene, ältere, dreckige Frau, die sich als Hexe entpuppt. Und wie soll es anders sein? Diese Hexe scheint irgendwas zu wissen und versucht Rita zu erklären, dass sie einen Weg der Heilung kennt. Drum folgt Rita dieser Hexe zu der Hexe nach Hause, wo ihr eine Taschenuhr in die Hand gedrückt wird. Doch ja, was diese Taschenuhr wirklich mit sich führt oder was diese Taschenuhr für eine Bedeutung hat und ob es einen Weg der Heilung gibt, dem, ja, bleibt es erstmal selbst rauszufinden, würde ich sagen, da ich einfach nicht viel mehr spoilern werde und nicht viel spoilern kann. Ich habe jetzt ein paar Momente und ein paar Eindrücke des ersten Kapitels geschildert, aber Jovantore ist zu 100.000% ein Werk, welches man einfach selbst gelesen haben muss. Wieso muss man Jovantore selbst gelesen haben? Wie ich in meinem ersten Satz schon sagte, es ist ein Dark Fantasy à la Dark Souls und eher Bloodborne. Und das heißt, es wird gefühlt nichts über die Welt erklärt. Das ist auch wieder eine tricky Aussage, denn es wird einfach nur nichts aufgeschrieben, was diese Welt erklärt. Diese Welt ist komplett, ja, zum Selbstentdecken da. Man muss selber verstehen, wieso sehen manche Menschen aus, wie sie aussehen, wieso sehen manche Kreaturen aus, wie sie aussehen, wieso, ja, bewegen sich manche Dinge, wie sie sich bewegen, wieso sehen die Häuser aus. Das sind alles Sachen, die man irgendwie selber verstehen kann, selber für sich entdecken kann und einfach auch selber interpretieren kann. Und das ist eine wirklich super geile Art und Weise des Storytellings, welches, ich gebe selber zu, ich mag es auch sehr gerne, manchmal einfach zu lesen, Hirn aus, alles wird mir erklärt. Coole Story, coole Charaktere, Bombe. Aber Jovantore war einfach in dem Fall etwas Spezielles für mich. Das ist das erste Mal, dass ich einen Manga dieser Art gelesen habe, wo man wirklich hineingeht. Wo natürlich, du kannst der Hauptstory folgen, ohne Probleme. Du kannst es lesen und dich unterhalten gefühlt haben. Aber im Grunde muss man, ja, reicht es gefühlt nicht, Jovantore nur einmal durchzulesen, da man wirklich auf jeder Seite, in jedem Bild, in jedem Panel, in jedem Artwork irgendwas selber reininterpretieren kann, etwas Neues entdecken kann. Vor allem, als ich jetzt durch war mit der Story, bin ich nochmal ins erste Kapitel gegangen und da sind mir Sachen aufgefallen, wo ich mir dachte, wow. Beim ersten Mal lesen des ersten Kapitels dachte ich, okay, sieht schick aus, aber dass es eventuell Metaphern für etwas sind, eine bildliche Darstellung für etwas, Sachen, die später nochmal aufgegriffen werden, ist einfach richtig cool gemacht. Und dafür kann ich Daniel Eichinger einfach nur loben, dass das einfach wunderbar funktioniert hat, meiner Meinung nach. Eine Sache, die ich auch richtig geil fand, ist einfach, wie die Charaktere dargestellt werden. Dass weitere Charaktere, wie gesagt, ich werde nicht zu viel spoilern, aber weitere Charaktere, die einfach auch zu den Helden, wenn man sie nennen kann, ja, ich würde die schon als
Hauptcharaktere, Helden der Story bezeichnen, sie werden einfach nicht dargestellt, als wären das die scheinenden, glitzernden Prinzen oder Helden oder Protagonisten, sondern es ist eine verdammt schroffe, unfaire und böse, angsteinflößende Welt. Und genauso sehen die Menschen auch aus. Sie sehen nicht aus, als hätten sie ein gutes Leben. Sie sehen aus, als wären sie gezeichnet, als wären sie vernarbt, als hätten sie physische als auch seelische Probleme und Narben. Und das ist unfassbar geil dargestellt. Deswegen hat es mich auch umso mehr gefreut, dass hier der letzte Teil, was hier so ein bisschen dunkel abgebildet ist, nicht nur ein Interview von Daniel oder mit Daniel Eichinger beinhaltet, welches ich richtig spannend fand, wie er, wo die Inspiration herkommt und ja, was er sich bei manchen Sachen gedacht hat, sondern auch, es ist wie ein Mini-Artbook, ein Mini-Artworkbook am Ende nochmal, welches eine richtig geile Idee war, wo man einfach sieht, wie die Charaktere vorher vielleicht gedacht waren, wie sie letztendlich dann aussahen, sogar Charaktere, die es letztendlich nicht ins Werk geschafft haben. Und all das war richtig, richtig geil. Und ja, abschließend kann ich, glaube ich, nur sagen, ey, gönnt euch Juventore. Es sind 20 Euro, aber ihr bekommt ein massives Werk hier in diesem riesigen Format, welches einfach dem Werk richtig gut schmeichelt, richtig gut passt dazu. Da dieses Artwork, wo ich jetzt nicht so viel drauf eingegangen bin, aber man hat wahrscheinlich hier in den Videoclips schon gesehen, wie unfassbar insane gut gezeichnet das Ganze ist, wie detailliert das Ganze gezeichnet ist. Ich hoffe einfach, dass es noch mehr geben wird aus diesem Universum. Es gibt ein paar Anzeichen dafür, dass man theoretisch vielleicht in ein paar Jahren eine andere Story aus diesem Universum sehen könnte vielleicht. Hoffe ich. Zumindest. Das wäre schon echt geil. Denn ich finde Juventore, die Stadt Juventore und alles hat so viel Potenzial, dass ich einfach mehr sehen möchte. Und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Vor allem Leute, die vielleicht auch so auf etwas Düsteres, ja, sich das erhoffen oder das mögen. Leute, die vielleicht auch Dark Souls, wie gesagt, gespielt haben oder Bloodborne, die die Spiele geil fanden. Du musst kein Manga-Fan sein hierfür, da es eine westliche Leserichtung hat, von links nach rechts. Und ja, ich würde einfach nur sagen, ey, gönnt euch Juventore unbedingt. Es hat sich so unfassbar gelohnt, meiner Meinung nach. Und ja, das war's mit dem heutigen Video, so gesagt. Ich wünsche noch einen wunderbaren Tag, eine wunderschöne Woche oder Restwoche, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.